sind 6 Grad oben auf dem Gotthard. Erster Eindruck. Auf jeden Fall ist es eiskalt und jetzt gibt es eine kurze Timelapse. So, und da sind wir schon angekommen hier in Canobbio. Jetzt geht's aufs Zimmer. Jetzt erstmal essen. Und da sind wir. Essen. Go, Essen fertig. Wenn wir uns demnächst wiedersehen, irgendwo dann im Hotel und dann denke ich mal, switch ich auf die GoPro um und dann geht's hier rein. Geil, ne? Update, wir haben eine Echse im Haus, aber wir kriegen sie nicht eingefangen. Komm, wir versuchen mal. Update, sie ist gerettet. Das heißt, gleich geht's schon ins Wasser. Aber da meine Sony Alpha 6300, wo leider nicht wasserdicht ist, würde ich sagen, switchen wir mal auf die GoPro um. Perfekt, ne? Wisst ihr, was jetzt eine sich lohnende Investition wäre? Eine Taucherbrille. Dann sehe ich sogar auch, was ich euch zeige. Guck mal, jetzt wird's tief. Sind wir schon wieder. Jetzt gehen wir sofort eigentlich ein Abendessen. Hier ist es jetzt schon Nacht. Im nächsten Vlog von Canobbio wird was mega Geiles passieren. Ist für mich morgen. Ich lasse es aber als Überraschung, aber das wird Hammer, das kann ich sagen. Also der nächste Vlog zu gucken, der lohnt sich echt. Hammer, auch für die, die eher für Skaten sind. Das war es jetzt vom Video. Ich bin hundemüde, ich bin ja um 6 aufgestanden. Das ist schon fast wieder Schulzeit hier. Naja, also das war es jetzt vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich im selben Daumen nach oben. Oder wenn ihr es noch nicht habt, über ein Abo freuen. Wenn der nächste Skate-Vlog kommt, weiß ich nicht. Ich lade das Video wahrscheinlich erst in der Woche hoch. Naja, also dann. Tschüss.